Servus die Burschen, grüß euch die Mädeln. Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge vom Gondeltag. Heute haben wir als Special Guest den Andreas Strolz. Viele von euch können ihn, manche nicht. Er ist ein Skispringer hier von St. Anton. Hallo, grüß dich Andi. Kannst du dich ganz kurz vorstellen? Ja, ich bin Andreas Strolz aus St. Anton am Arlberg. Und den Rest, würde ich sagen, zähle ich in der Gondel. Gut, dann gehen wir in die Gondel. Ja, Andi, kannst du uns mal ganz kurz erzählen, was du so machst, wer du bist, auch für manche, die ich nicht kennen, mal kurz vorstellen, so grob. Ja, kommen du vom Hermann Strolz und von der Irmgard Strolz, das sind meine Eltern. Ich bin inzwischen 22 Jahre alt, in St. Anton nicht mehr oft zu sehen, vielleicht kennen mich deswegen vielleicht manche schon gar nicht mehr, ist aber verständlich. Und ja, bin jetzt mittlerweile im Profisport, das sagen, dass Skispringen mein Beruf ist, mit der Unterstützung auch vom Bundesheer. Ohne die wäre das finanziell eigentlich nicht machbar. Und ja, freue mich auf jeden Fall immer wieder, wenn ich heimkommen darf nach St. Anton. Wie lange bist du schon Skispringer aktiv? Wie lange betreibst du den Sport schon? Aktiv mit 7 Jahren habe ich angefangen mit dem Sport. So richtig professionell betreibe ich, seit ich 13 Jahre alt bin. Also da habe ich angefangen täglich trainieren und einen Trainingsplan zu verfolgen. Und ja, dann die Ausbildung in der Skihandelsschule Stams absolviert. Und danach bin ich gleich zum Bundesheer gekommen, Gott sei Dank. Es gibt eigentlich keine Sprungschanze hier in St. Anton. Wie kommt man eigentlich zu so einem Sport, dass man Skispringer wird? Ja, damals vom Matthias Hafele, der Papa, der Bruno. Der hat mich entdeckt beim Talentewettbewerb, wo ich eigentlich zu jung war zum Mitmachen. Und da wollte ich einfach nicht mehr aufhören hupfen. Dann hat er gesagt, ja, wenn das so ist, müssen wir deine Eltern fragen, nehme ich die mit. Dann hat er mich mitgenommen auf Seefeld zum Go-Club springen. Da bin ich dann gleich bei meinem ersten Bewerb Dritter geworden und dann war ich schon gefesselt eigentlich. Was fasziniert dich an diesem Sport, am Skispringen? Ja, Skispringen ist die Freiheit. Das ist ein Gefühl, das kann man sich nicht kaufen. Da muss man hart dafür arbeiten. Und es ist jedes Mal wieder ein gescheiter Adrenalinkick, wenn der Aufwind einfährt. Das wird beim Skifliegen, wenn es auf einmal 50 Meter weitergeht. Mhm. Und das Gefühl hat, man kommt nicht mehr aus der Luft. Also es ist sehr geil. Wie ich gehört habe, gibt es auch ein paar Erfolge. Und kannst du uns mal ein bisschen was darüber erzählen, was deine größten Erfolge sind? Ja, mit Sicherheit mal die Bronzemedaille im Einzelbewerb bei der Juniorenweltmeisterschaft in Zakopane. Das ist eine große Errungenschaft. Und also auf die bin ich nach wie vor stolz. Dann die Teammedaille Silber. Habe ich auch große Freude gehabt damit. Und ganz speziell eigentlich heuer im Sommer, wo ich mir fest vorgenommen habe, im Weltcup endlich mal Fuß zu fassen. War allerdings nur der Sommer Grand Prix, wo ich im Team springen habe dürfen. Und dort der zweitbeste Österreicher war. Und das war für mich wieder, wie wir zuerst geredet haben, von Motivation auch, ein klares Zeichen, dass es weitermachen gilt, dass der Weg nicht mehr weit ist und dass man nicht locker lassen soll. Was verbindet dich, Andi, mit St. Anton am Arlberg, mit dem Ort, mit allem rundherum? Ja, ich meine, ich bin immerhin da aufgewachsen, habe einen Teil der Entwicklung miterleben dürfen und ich muss sagen, seit ich jetzt öfter weg bin, schätzt man eigentlich wieder, was für ein Paradies, dass man aufgewachsen ist und wo man wohnen darf. Ich habe einen Kollegen aus Niederösterreich, der was sagt, wenn er bei mir auf Besuch ist, es ist unglaublich, was ein Sportangebot bei uns ist. Also wenn du da nicht Sportler wirst, kann er sich nichts anderes vorstellen. Und ja, ich meine, wer träumt nicht davon, da zu wohnen, wo man Urlaub macht. Ja, Andi, wir haben jetzt sehr viel gefragt und erfahren. Wir vom Top Destination TV Team St. Anton wünschen dir viel Erfolg in deiner Zukunft und alles Gute. Dankeschön und allen Zusehern ein schönes Frühjahr, ein sonnenreiches. Danke vielmals und viel Glück in deiner Zukunft. Ja, das war ein weiterer Spezialgondeltag mit Andreas Strolz, ein Einheimischer hier von St. Anton. Wir wünschen ihm alle viel Erfolg und viel Glück für die Zukunft. Und wir sehen uns nächste Woche bei einer weiteren Folge vom Gondeltag. Euer Top Destination TV Team St. Anton.